Hallo und einen schönen guten Morgen zur Kaffeerunde ausnahmsweise am Montag. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe es gestern vorher nicht mehr geschafft und musste dann auf den Zug zurück in die Heimat. Hoffe, dass das noch einigermaßen viele Leute erreicht und dass es euch was bringt. Ich habe, wie ihr so halb sehen könnt, ein einigermaßen gutes Mikrofon mir angeschafft. Die Leute, die sehr audiophil sind und da auch immer Tipps und Tricks gegeben haben, könnt ihr mal Feedback geben, ob es jetzt besser klingt, ob ich da vielleicht noch ein paar Einstellungen machen soll, kann, werde. Dass es da vielleicht für alle Beteiligten besser wird. Ansonsten gehen wir mal rein. Gab dann doch einen starken Abverkauf. Und dann haben wir die drohende Rezession in den USA. Und sie kriegen es immer noch nicht hin, einen Speaker zu wählen. Und jetzt haben wir nicht nur Kashkari mit der gefrorenen Lasagne, sondern wir haben anscheinend auch andere Pasta-Derivate, die in der Finanzwelt ihr Unwesen treiben. Also immer aufpassen, was sie auf Firmenkosten bestellt und ansonsten den Herrn mit der Glatze fragen, der kennt sich da im Pasta-Business bestens aus. Und die Woche an sich wird sehr vollgepackt werden. Wir haben eine Menge Earnings, auch eine Menge der großen Earnings. Ich denke vor allem Dienstag und Mittwoch dürfte es ziemlich rumpeln. Amazon natürlich auch am Donnerstag. Aber wir haben wirklich mit die größte Earnings-Woche. Ich würde persönlich davon absehen, die Earnings zu spielen. Achtet drauf, was in den Reporten gesagt wird und in den Talks. Wir haben es jetzt mit Netflix und auch Tesla gesehen, dass es dann Hype und Downfall recht nah beieinander sind. Und der Kurs über Nacht muss dann erstmal den europäischen Morgen auch erreichen. Also da einfach ein bisschen aufpassen. Wir haben eine Menge PMI-Daten diese Woche und genauso wie letzte Woche meint Paul wieder was zu sprechen. Allerdings dürfte das ja ähnliche Auswirkungen haben. Also da einfach vorsichtig. Davor ist eben noch Lagarde, wenn ihr im europäischen Markt unterwegs seid. Wir haben da doch eine vollgepackte Woche und generell einfach viele Zentralbanksprecher. Und ja, das wird eine recht harte Woche, das in der Kombination. Deswegen leicht traden, vielleicht auch die Size ein bisschen runternehmen. Und dann können wir uns das Ganze in den Charts mal anschauen. Wir haben eben so bis zu den Earnings letztlich, ja, ist ja jetzt gut, bis Dienstag haben wir uns noch versucht am Volume Area High des Jahres, das seht ihr hier, die grüne Linie entlang zu hangeln, haben es dann vom Value her nicht geschafft, rüber zu kommen. Und dann begann der Abverkauf. Wir haben das praktisch am letzten oder in der letzten Woche auch schon gesehen. Dann hat man die Longs nochmal. Oder die Longs haben dann nochmal versucht, Montag, Dienstag drüber zu kommen, hat nicht funktioniert, Abverkauf. Ich denke, dass wir realistischerweise hier vielleicht den Jahres-POC-Retest haben bei 4130 rum. Je nachdem, wie wir jetzt die Woche traden, kann das auch noch ein bisschen hochschieben, vielleicht auf die 4200. Je nachdem, wie viel Volumen mit den großen Earnings kann es gut sein, dass da noch ein bisschen Jahresvolumen drauf kommt. Wenn der nicht hält, würde ich tatsächlich mal die unter 4000 anpeilen. Das wird aber sicherlich nicht die Entwicklung von nur einer Woche sein. Juni ist da ganz meiner Meinung. Da einfach ein bisschen aufpassen. Wir haben jetzt, wie ihr hier so rechts halb seht, heute Morgen schon ein bisschen Kaufpower, aber das muss auch bis heute Nachmittag in den USA überleben. Und wir haben jetzt erstmal, das hatte ich vor ein paar Wochen schon angesprochen, große Teile dieser kaputten Struktur hier erstmal wieder gerettet und einigermaßen repariert. Hier unten haben wir noch sowas, deswegen ganz aufpassen im 4000er-Bereich, falls wir mal unter den POC droppen. Aber hier dürften wir eigentlich bei 4200 wieder Käufer sehen. Vielleicht sehen wir da kurzen Drop und hoch. Wenn wir uns das im Big Picture ansehen, ich weiß nicht genau, warum das Ding nicht auf dem Tagesansicht passt. Das ist der Regressionschannel, also mit Standard Deviations von der Finanzkrise 2008, 2009. Und da seht ihr, dass wir relativ hart gerade auf der Nulllinie praktisch stehen. Das heißt, fairer Preis über doch jetzt einige Jahrzehnte. Und wir sind einige Male kurz darunter gebrochen, auch nach Corona. Und dann hat man sich zumindest wieder auf diese Linie versteift und hat man versucht, oben auszubrechen über die Plus Standard Deviation. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt meandern wir eigentlich schon seit längerer Zeit, muss man sagen, auf dieser Nullregressionslinie rum. Kann bedeuten, dass wir da einfach noch eine ganze Weile umhaken. Wir werden später noch ein bisschen was aus den USA dazu sehen. Einfach, dass ihr euch da nicht nur auf die Tagesformationen fixiert. Und wenn wir da das Ganze uns im Nasdaq anschauen oder im S&P 100 in dem Fall,
Wir haben wieder praktisch noch nicht ganz das Equilibrium erreicht. Wir haben hier unten noch die Fair Value Gap, die offen war. Ich denke, dass wir da realistisch nochmal unterbrechen werden. Der Orderblock hier hat jetzt einigermaßen Kaufkraft immer geboten. Frage ist, ob es jetzt nochmal angetestet wird oder ob wir tatsächlich die 14.100, 14.000 mit der riesigen Fair Value Gap hier vom Juni-Push nochmal reparieren. Darunter ist dann das Equilibrium der aktuellen Range. Das könnte eigentlich eine ganz gute Chance sein, da wieder long zu gehen. Aber ihr seht es auch hier, wir bewegen uns einfach in einer größeren Range. In Nasdaq sind das einfach halt mal schlanke 400-500 Punkte. Wir bauen allerdings auch immer Lower Highs und Lower Lows. Das ist also nicht so schön für die Bullen. Und da muss dann einfach mal geguckt werden, ob wir nicht noch einen tieferen Jump nach unten sehen. Ja, die Small Caps sind ja oftmals der Vorreiter des Ganzen. Die sind jetzt wieder in dem großen Bereich, wo wir jetzt schon oftmals einfach Longs gefunden haben. Da einfach mal drauf achten, wenn die weiter runterbrechen, wird es die großen Indizes mitziehen. Hab da auch später noch eine kleine Erklärung dazu, wie das Ganze mit dem Kreditverhalten der großen und der kleinen Cap-Aktien aussieht. Und ich hatte was beim US 500 tatsächlich vergessen. Wenn wir uns das nochmal raus anschauen und wir haben es jetzt also hier nicht geschafft, nach dem ersten, in Anführungszeichen, Bärenmarkt und nach dem Bärenmarkt-Rally wieder hochzukommen. Wenn wir dann noch auf Monatssicht reingehen, könnte das Ganze auch eine große Bärenmarkt-Rally sein von letztem Jahr Mitte. Und jetzt sehen wir halt eventuell eine kontinuierliche Abverkauf. Das wäre das komplett bärische Szenario, da einfach ein bisschen aufpassen. Die Bias oder die Sichtweise auf das Ganze gibt es nicht auch. Dazu eben ein wenig raus auf Vogelsichtperspektive. Und dann werden die kleinen Hopper und die kleinen Highs und Lows auf einmal sehr begradigt und vielleicht war das einfach eine anderthalb Jahre Bärenmarkt-Rallye, wo die Shorts jetzt nochmal einen neuen Anlauf genommen haben und jetzt verkaufen wir einfach seit 3 Monaten ab. Wäre nicht schön, würde auch bedeuten, dass wir hier runterfallen eventuell. Ich will euch einfach beide Sichtweisen geben, also da ein wenig aufpassen. Der Dollar meandert so ein bisschen rum. Wir haben hier die ganze Woche eigentlich einen Rangebound gehabt. So langsam entkoppeln sich die Indizes da auch ein bisschen davon. Also der Dollar war sicherlich weniger der Grund für diesen massiven Abverkauf. Hier denke ich, dass wir uns weiter ein wenig hier aufhalten, knapp unter der 1,06. Und da ist dann die Frage, was auch weltpolitisch noch passiert. Wir haben die komplette Struktur dieser Fair Value Gap diese Woche repariert und jetzt gucken wir mal, wie es aussieht. Sobald wir haben ja hier auch für die Bullen tatsächlich sprechend ein, also für die Equity Bullen, nicht unbedingt für die Dollar Bullen, ein Higher Low gebildet, aber noch kein ein Lower High, Entschuldigung, aber noch kein Higher Low und auch kein Lower Low. Das heißt, tendenziell müssten eigentlich die 105 gerade angegriffen werden mit dem Pivot und vielleicht wird auch die Range einfach, ja, wird die Range auch einfach ein bisschen verbreitert. Da einfach ein wenig aufpassen. Die Volatility hat gerade einen sehr schönen Tag. Wir sind jetzt wieder über den 20, sogar über den 21. Wie hatte ich schon letzte Woche gesagt, ist jetzt nicht ultra besorgniserregend, aber ist natürlich für Daytrader schön, weil wir da entsprechende große Ranges in den Indizes bekommen. Ich denke, das wird auch für die Earnings Season einfach so weitergehen. Ah, die Katze muss auch weitergehen. Und wenn wir uns den VIX anschauen, sehen wir auch hier, dass jetzt wahrscheinlich durch geopolitische Spannungen, aber auch durch die Unfähigkeit, einen neuen Speaker zu wählen, da ein wenig das Hedging-Verhalten ein paar Monate im Voraus bedient wird und da einfach vielleicht sogar ein bisschen mehr aufpassen, wenn das höher spiket. Können wir uns da auf ein paar wilde Ritte in beide Seiten wahrscheinlich einrichten. Gold hat weiterhin eine super Re-Performance. Wir haben hier die ganzen Strukturen geschlossen Anfang Oktober und seitdem pushen wir. Wir hatten am Freitag einen ganz kurzen Lichtblick über die 2000 oder knapp an die 2000, ja, knapp unter die 2000. Haben die kompletten Highs hochgenommen. Jetzt wäre eine kleine Verschnaufspause, ähnlich wie hier. Und hier eigentlich wunderschön. Dann könnten wir hier nochmal ein bisschen akkumulieren und dann sind letztlich hier über den 2050, 2100 die Hochs im Blick. Ist momentan ein Safe Haven. Ganz viele Makroanalysten sagen auch, dass man sich
vielleicht da ein bisschen eindecken sollte. Wenn ihr es haltet, gut. Ich würde jetzt einfach aber nicht blind long gehen, sondern die Price Action ein wenig beobachten und da aufpassen. Euro-US-Dollar ähnlich wie US-Dollar, aber wenn wir im US-Dollar eben ein Lower High bilden, bilden wir hier ein Higher High und ein Higher Low. Sieht also ein wenig bullish aus, aber es kommt, wie ihr gesehen habt, jetzt auch recht viel aus Europa von den Zahlen und von den Reden diese Woche. Da wäre ich einfach vorsichtig. Wir knapsen uns aber hier praktisch wieder weg von der Equilibrium-Seite, was nicht schlecht ist. Wir haben also da genug Käufer gefunden, die in höhere Preise passen oder die bereit sind, die höheren Preise zu zahlen. Wenn wir uns Bitcoin anschauen, die hatten einen Riesenspike. Wir sind wieder bei über 30.000 in Bitcoin. Hat teilweise mit den Gerüchten zu tun, dass die ganzen ETFs jetzt doch genehmigt werden. Es wurde so halb denied, aber gibt auch Berichte, dass das eigentlich jetzt überfällig wäre und da vielleicht auch politische Gründe im Vordergrund stehen, die nicht zu genehmigen. Also da einfach aufpassen. Sehr volatil. Könnte ein leichter Short-Squeeze sein. Im Bitcoin sind wir da schon auf ganz gutem Weg. Aber irgendwann sind dann die Shorts halt auch verkauft. Und das Ganze könnte auch wieder nach unten brechen. Wir hatten das jetzt einfach in der Vergangenheit schon öfters. Von daher gemäßigt aufpassen, kleine Size. Und dann gucken wir mal, wo wir da landen werden. Wenn wir über den Teich gehen, DAX verliert. Wir haben in Europa generell seit Wochen einen ganz, ganz starken Abverkauf. Seit Monaten eigentlich. So langsam sind wir nicht mehr bullish, also jetzt sind wir hier im OTI. Wenn wir jetzt nicht diese Woche einen sehr, sehr guten Push sehen und die Wochenkerze mal zumindest die Fair Value Gap vielleicht hier schließt und wir einen Retest von der 705 haben, würde ich sagen, dass wir hier runter auf die 14.500 brechen und vielleicht dann sogar diese Fair Value Gap bis zum Orderblock bei 14.100 plus minus im CFD-Kontrakt uns anschauen. Aufpassen, wenn ihr da long sein solltet. Ich würde in dem Bereich jetzt auch nicht blind shorten, weil wir hier tatsächlich einen ganz guten Kaufpush erwarten könnten, um eben auch das Higher Low hier zu bilden, nachdem wir hier die Higher Highs gebildet haben. Ja, also wenn ihr das bullische Narrativ unterstützt, wäre das ja eigentlich eine wunderbare Sache, um jetzt einen Wochen-Higher Low zu bilden. Und momentan sieht ja die Action ganz gut aus, aber auf Lagarde und Co. aufpassen. Und im FTSE-Bereich, große Range, seit Wochen, macht nicht wirklich was. Ähnlicher Abverkauf wie in den US-Indizes. Wir sind wieder auf Stand 0, wie vor zwei Wochen. Sind auch fast genau wieder auf dem Equilibrium der großen Range, die dann zum Allzeithoch natürlich geführt hat. Alles okay. Ihr seht ja, das ist über Wochen lang eigentlich eine große mehrandernde Range. Nicht wirklich interessant zu traden, weil es ganz schnell umschwingen kann. Wäre ich auch ein wenig vorsichtig, das wäre es, glaube ich, von den Charts. Ich trinke mal ganz kurz. Und dann gehen wir wieder in das PDF. Ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, hat die Aktivität unter den Retailern natürlich massivst abgenommen. Ich mag das einerseits natürlich in den YouTube-Aufrufen, aber auch in den Discords. Mauerstraßenwetten brauche ich euch auch nicht zu erzählen. Ist, denke ich, normal. Die Euphorie ist ein wenig raus. Sieht wohl jetzt auch nicht so aus, gerade dass wir die super Jahresendrallye haben und die Leute müssen auch wieder scharf Häuslebau oder eben auch nicht. Das heißt, das Geld fehlt eventuell und natürlich haben viele, viele Leute gutes Geld verbraten, was den Markt auf der anderen Seite am Leben hält. Und jetzt müssen wir halt die neueste Sau durchs Dorf treiben und dann ja, wieder neues Kapital reinkriegen. Gute Zeit vielleicht mit einem Demo-Account zu traden, wenn ihr noch interessiert seid. Ein bisschen auszutesten, sich auch mal vielleicht Gedanken über ein längerfristiges Portfolio zu machen. Wenn es stimmt, dass wir nochmal nach unten brechen, werden die Sachen auch billiger. Aber eben in Maßen. Ich habe jetzt letzte Woche auch meine Pfizer-Position noch ein bisschen erhöht. Werde wahrscheinlich auch nochmal, wenn es so weitergeht, nochmal einkaufen. Aber alles mit Vorsicht zu genießen und auf gar keinen Fall schon 100% Size. Ich mache das immer in 10% Schnitten von meinem finalen Geld, was ich da reinstecken möchte. Da einfach mit bedacht sein und für die Permabären vielleicht auch noch ein kleiner Merkzettel. Es hat sich meistens nicht ausgezahlt, immer Bär zu sein. Tendenziell sind da die Permabullen historisch besser unterwegs, auch wenn natürlich die Bärenmärkte da auch wehtun. Da müssen beide Seiten einfach ein bisschen aufpassen. Das hatte ich eigentlich schon ein bisschen erwähnt. Wir sehen vom globalen Makroverhalten der Asset Manager und auch der Analysten, die Safe Havens, Gold und letztlich auch Schweizer Franken.
sehr gut für mich, verdiene ich prozentual wesentlich mehr Geld, wenn ich es dann in Dollar oder in Schweizer, in Euro umtausche. Und Gold ist eh immer eine ganz gute Beimischung. Und es kommt jetzt letztlich auch gerade den Minern, die ich noch halte, zu. Von daher bin ich da ganz glücklich drüber. Mit Schweizer Franken, wenn ihr nicht so wie ich in die Währung verdient, immer aufpassen, dass es kann währungstechnisch dann doch gefährlich werden, wenn ihr da Positionen haltet, wenn ihr es überhaupt könnt von eurem Portfolio aus. Da einfach ein bisschen informieren, vielleicht auch beraten lassen. Jetzt aber nicht von den Comingomeine-Gruppe Leute, ja, sondern auch ein bisschen nachlesen, was da für eure Absicherung längerfristig vielleicht auch Sinn macht. Und das hatte ich auch angesprochen, wenn wir uns die Kreditrahmen der Market Cap, also der großen Market Cap Firmen anschauen, ist es ja einerseits so, dass sie eh durch ihren Kapitalfluss und ihr Geld auf der Bank weniger durch diese Zinsänderungen der Zentralbanken Probleme haben. Je nachdem, wo sie ihre Absatzmärkte haben, kann es sogar angesichts des Dollars zu richtig positiven Returns im Export-Import geführt haben die letzten Monate oder Jahre. Zudem aber kann jetzt sagen, sie können sich's erlauben, Schrägstrich, sie haben natürlich eine andere, einen anderen Verhandlungshebel gegenüber den Banken, aber wenn wir uns das ansehen, haben wir also über 3/4% der großen Jungs und Mädels haben Long-Term Fixed Interest Rates in ihren Krediten gegenüber den Banken. Und gerade bei den Big Tens vielleicht, nicht unbedingt Big Seven, hat sich das in den letzten 5 Jahren von knapp 40% auf 76% erhöht. Natürlich haben jetzt die, oder 44% in noch mehr, aber ich habe jetzt die eine Zahl gefunden. Die kleineren Firmen haben natürlich eine schlechtere Ausgangsposition, müssen sich vielleicht auch schneller oder mehr Geld handeln und haben vielleicht dann auch Probleme, das Ganze zurückzuzahlen, was ihre Kreditwürdigkeit runterbricht. Aber deswegen sehen wir auch diese massive Outperformance von den großen Jungs und Mädels, weil sie von diesen Kreditentscheidungen und auch Veränderungen schlicht nicht wirklich tangiert sind. Und die sind halt wirklich auf 10, 15, 20 Jahre fixiert. Und bis dahin sieht vielleicht das Ganze auch wieder komplett anders aus. Wir haben in den USA tatsächlich einen sehr, sehr großen Shift, was die Grundstückspreise angeht. Und zwar brechen eigentlich die ganzen überall zusammen und auseinander. Einzig in Kalifornien steigt massiv der Wert innerhalb oder in dem Maße zumindest innerhalb der verschiedenen Regionen oder verschiedenen Staaten. Das zeigt sich letztlich auch in den Berichten, wie das Umzugsverhalten ist. Homeoffice spielt da teilweise natürlich auch eine Rolle, war auch hier oftmals Thema. Aber es kann sein, dass da einfach gerade die Real Estate, die Commercial Real Estate Sachen in den anderen Staaten da weiter unter Druck geraten und dass es da auch einige Real Estate Firmen oder sogar Rates vielleicht auch lupft, wenn die regional fokussiert waren und die irgendwann auch nicht mehr ihre Sachen loskriegen. Ansonsten ist der amerikanische Kunde nicht tot zu kriegen. Also wir haben weiterhin Rekordausgaben, jetzt auch in der Halloween-Season. Da scheint anscheinend noch Pulver vorhanden zu sein. Mal sehen, wie das in ein paar Monaten aussieht. Aber die ersten Berichte sehen sehr gut aus. Nebenbemerkt auch in China. Die haben jetzt ihr GDP auch von den Erwartungen her übertroffen. Also das passt soweit. Aber wir haben natürlich riesige Probleme, die Hauskosten da in den Griff zu kriegen oder überhaupt zu bezahlen. Das so als kleine Anekdote. Das war ja auch normal, war auch bei uns normal, muss man sagen. Und wir haben jetzt das Problem, da spielt natürlich auch die Rohstoffsituation bzw. der Fachkräftemangel auch im Bau mit eine Rolle, dass wir in den letzten Monaten massiven Anstieg von nicht fertiggestellten Gebäuden, Komplexen, wie auch immer haben und da natürlich auch ein massiver Werteverlust und Erosion und so weiter im Raum steht und das könnte uns dann künftig eventuell noch weiter auf den Fuß fallen in den USA und wir sehen hier, wir sind langsam da in einem 70er, 80er hoch und es ist momentan nicht so abzusehen, dass es besser wird. Also der Wohnungssektor in den USA drückt weiter. Wir haben eine erhöhte Kreditausgabe von vor allem kleinen Banken. Die sind problematisch, weil die oftmals eben an diese kleinen Immobilienfirmen auch vor allem Kredite verleihen oder eben oder ausgeben oder auch an die Baufirmen und jetzt nicht die riesigen Baukonzerne, sondern tatsächlich an die kleinen Klitschen, die als Subkontraktor da genommen werden, die jetzt halt dann mal eben einen, weiß ich, Gabelstapler oder Traktor oder sonstiges leihen müssen, um das eine Projekt
fertig zu machen. Und ja, das könnte, wenn die praktisch jetzt strugglen und ihre Aufträge nicht bezahlt bekommen oder es da Verzug gibt und die dann mit ihren Krediten in Verzug geraten, könnte das eventuell für die kleinen Banken, je nachdem, auch ein Problem sein. Da einfach ein bisschen aufpassen. Wir sind in einem ja, neuen Allzeithoch letztlich vom Nasdaq 100 Return gegenüber den Treasuries Return. Wir sind massiv über der 2000er Tech Bubble in der Bewertung. Natürlich haben wir ein komplett neues Feld und es sind andere Firmen, andere globalen Phänomene. Dennoch könnte das eventuell uns böse auf die Füße fallen, weil irgendwann geht es halt nicht mehr gut. Ihr erinnert euch vielleicht, oder wenn ihr so lange schon die Kaffeerunde hört, das hatte ich in einer der ersten Mal gesagt, ganz viele Makroökonomisten hätten eigentlich um die Zeit, wo dann Corona eingeschlagen ist, eh einen abschwächenden Markt erwartet, weil wir schon so lange praktisch einen steigenden Markt nach der 2008er, 2009er hatten. Dann kam eben Corona und es kam eh alles anders. Danach gab es einfach massiven Abverkauf. Aber diese Returns bzw. diese Bewertungen und Gegenüberstellungen sind irgendwann nicht mehr gesund. Und die Frage ist, wie lange wir das halten. Aufpassen, bitte auch nicht jetzt einfach blind in Treasuries rein. Da haben sich die letzten Wochen so viele Leute massivst verbrannt. Das würde ich euch auch nicht raten. Einfach vielleicht auf der Seitenlinie ein wenig uns anschauen. Wenn wir uns die Statistiken ansehen, das spricht eben eventuell für Bonds. Ich wäre da sehr vorsichtig. Bei den letzten Hiking-Cyclen haben die Bonds praktisch nach einem starken Abverkauf langsam ihren Fuß wieder gefasst, als die Fed gestoppt hat zu hiken. Könnte sein, dass wir da demnächst sind und dann müssen wir mal sehen, wie die makropolitischen Phänomene sich vor allem in den USA ausspielen. Gibt momentan so die Haltung, dass der November-Hike wohl ausgesetzt wird, aber eventuell ein Dezember-Hike noch auf dem Tisch ist. Von daher würde ich da jetzt auch nicht blind kaufen, aber wenn wir der Historie Glauben schenken, könnte das dann ein Kulminationspunkt auch für die Bonds sein. Bitte geht nicht in gehebelte Produkte rein. Ihr verbrennt euch nur. Das macht zumindest im Falle der Bonds jetzt aktuell keinen Sinn. Das hatten wir auch schon gesagt. Die ja, Republikaner kriegen es nicht hin. Wir haben jetzt eine Gruppe von 8 Leuten, die gerne Speaker des Hauses werden wollen würden. Sie kriegen es nicht hin. Die aktuellen Wahlergebnisse fallen die ganze Zeit durch und irgendwann, ich glaube, um den 10. November sind wir tatsächlich wieder vom Haushalt her in Problemen und wird jetzt natürlich auch, was Israel und Ukraine angeht, langsam ja, schwierig und noch die anderen Ausgaben, die innenpolitisch da eigentlich schon längst hätten getätigt werden sollen. Man muss aber dazu sagen, der Markt reagiert jetzt auch nicht entsprechend, dass die USA komplett handlungsunfähig ist. Das muss man auch sagen. Der Biden reagiert einfach momentan mit präsidialen Verfügungen und damit kommt er einigermaßen klar, aber eben Haushalt wird da sehr schwierig. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie das da weitergeht. Aber momentan sieht man da noch kaum Bewegung. Zu den ganzen Rezessionsmodellen, Ängsten, Befürchtungen, oder das kann man es jetzt gleich abschreiben und es passiert keine. Auch wieder statistisch, ne? Aufgrund der Vergangenheit, wenn wir jetzt weiterhin weniger Arbeitslosen haben oder zumindest einen gleichbleibenden Pool an Arbeitslosen, dann kann man davon ausgehen, dass in den USA erstmal die Rezession vom Tisch ist. Auch die Earnings Season wird jetzt sehr spannend. Die Banken haben sehr gut vorgelegt, die großen Tech-Firmen so lala. Jetzt müssen wir schauen, wie die restlichen Großschiffe diese nächste und ein bisschen noch übernächste Woche aufpassen. Und was für Zahlen sie rausgeben. Aber das ist ein mögliches Szenario und ist dann vom Arbeitsmarkt her letztlich abhängig. Und wenn wir uns die großen Indikatoren ansehen und auf 5 schaut ja da auch die Fed, sind die eigentlich alle positiv über ein Jahresmittel. Ja? Also allein an diesen Indikatoren kann man sagen, dass wir momentan in den USA von einer Rezession entfernt sind. Die sind alle steigend und nach den Definitionen der Rezession dürfte das nicht sein, wenn eine Rezession bevorsteht. Wir haben jetzt einen leichten Abschwung, was die Arbeitslosen, beziehungsweise einen Anstieg der Arbeitslosen und was die Jobzahlen und so weiter angeht. Da müssen wir mal gucken. Aber ansonsten, allein von diesen Daten her, sieht das alles wunderprächtig aus. Die Mentalität ist natürlich auch wichtig.
Das ist eine Umfrage unter den Asset Managern, also den Professionellen tatsächlich und den Analysten, und zwar über Jahrzehnte. Und wie wahrscheinlich eben in den nächsten 4 Quartalen eine Rezession ist. Und die hatten letztes Jahr eigentlich da am meisten Angst. Dann wurde es die letzten 2 Quartale nach unten korrigiert und jetzt haben wir einen gleichen Anstieg. Wir sind eigentlich in dem Bereich, wo man wieder einen grauen Balken eventuell haben könnte, wenn das denn stimmt. Aber ihr habt die Zahlen davor auf der Folie gesehen. Momentan stimmt also das Sentiment und die reinen Fakten anhand der Daten nicht überein. Aber der Markt reagiert natürlich auch ganz gerne, was das Sentiment sagt. Und wenn wir jetzt eben verstärktes Hedging sehen, wo man den VIX eventuell als kleinen Anhaltspunkt nehmen könnte, ja, den Willen magst du auch nicht, ja? Ja, das ist auch schwierig. Ja. Könnte es also sein, dass da vom Sentiment her, von der Bias her, eher eine Rezession erwartet wird, aber die Zahlen geben es aktuell nicht her. Und auch hier wieder eher was für die Rezession, hat auch was mit den also mit dem Verleihen der Banken an die kleineren und mittleren oder mittleren und größeren Firmen zu tun. Auch historisch gesehen sind wir in einem Bereich, also sind wir gerade an der Grenze, wo es da früher einfach durch den Spike eine Rezession gab. Hat auch mit dem Quantitative Tightening zusammen der Zentralbank. Wir sind gerade an der Grenze. Wir waren auch hier davor auch schon an der Grenze und es ist nichts passiert. Aber wir sind sicherlich in einem extremen Bereich, vor allem der Anstieg ist extrem. Ihr seht hier, dass wir da immer eigentlich ganz gut meandert sind und jetzt haben wir einfach fast schon eine V-Recovery des Ganzen, weil natürlich da auch ein bisschen Geld in den Markt gepumpt wird. Und die Frage ist, wann eben wieder ein Quantitative Easing eventuell angezeigt wird. Da hält sich Yellen ja weiterhin bedeckt. Aber auch hier solltet ihr vielleicht die Yields der 2-Jahres-Bonds da ein wenig im Auge behalten. Wenn wir nach Europa springen, ja, haben wir erfreuliche Berichte aus. Ist ja gut jetzt. Ouch, okay. Haben wir eigentlich ganz erfreuliche Berichte. Die europäischen Bonds sind einigermaßen am Recovern, außer bei uns, muss man sagen. Da haben wir einfach das Problem, dass unsere Produktion oder die Produktionszahlen und die Abnehmerzahlen in einem sehr schlechten Licht stehen. Das hatte ich letzte Woche ja auch gesagt, dass der IMF eigentlich vorausgesagt hat, dass Deutschland demnächst in eine Rezession rutschen wird und dass wir da wirtschaftlich auf jeden Fall nochmal unter Wasser gehen. Das preisen die Futures und die Hedging-Sachen in Europa auf jeden Fall auch an. Die übrigen Länder erholen sich ganz gut. Eventuell ist Italien da auch noch ein wenig problematisch. Wenn wir uns aber die generellen Inflationszahlen in den USA, in Deutschland ansehen, sind wir auf einem guten Weg, dass wir tatsächlich wegkommen und unsere Deflation beschleunigt sich zunehmend. Das heißt, hier könnten wir vielleicht auch preistechnisch in den nächsten Monaten für die Einzelhaushalte da was ganz Gutes erwarten. Und wir oder Europa hat mit der EZB so ein wenig aus den Finanzkrisen gelernt und sie versuchen tatsächlich eher die Verschuldung gegenüber dem GDP zu reduzieren, immer weiter zu reduzieren oder zumindest flat zu halten. Und hier sehen wir den massiven Kontrast zu den USA. Da wird es spannend sein, wie sich das ausspielen wird. Aber das ist, denke ich, eine diametral andere Haltung. Mag kurzfristig vielleicht für uns ein Problem sein, was die ökonomische Stärke angeht. Aber ich glaube nicht, dass das bei den USA längerfristig gesund sein wird. Und da könnten wir auch noch eine gewisse Überraschung erleben. Was sehr positiv ist tatsächlich, dass sich Griechenland nach den Problemen sehr, sehr gut erholt hat. Sämtliche Ratingagenturen sehen eigentlich Griechenland-Anleihen wieder als Investable Grade an. Und aktuell, muss man sagen, sind sie eigentlich gerade dabei, auch mit den USA gleichzuziehen. Das hätte man vor ein paar Jahren ja auch nicht gedacht. In einigen Analysten-Ratings sind sie sogar besser bewertet als die USA, weil da einfach die Gefahr von eventuellem erneuten Shutdown und sonstigen Problemen groß ist. Also das ist eine sehr große Erfolgsgeschichte und zeigt eigentlich auch, dass vielleicht die makropolitische Politik in Europa ein wenig vorausschauender war, auch wenn es natürlich für die Griechen massivst hart ist und war. Aber
Eventuell kann man da eventuell nochmal ein bisschen Geld reinpushen. Geld ist das gute Stichwort. Es gibt jetzt weitere Berichte, dass da ein Notfallpaket für die Ukraine zusammengeschnürt wird. Kollidiert natürlich mit Israel. Ich habe ja gesagt, dass ich mich zu Israel nicht äußere, weil es momentan das Minenfeld ist, einfach nur so viel und das teile ich tatsächlich. Ich habe Politik studiert, habe meinen Abschluss gemacht und da ist das Völkerrecht einfach auch eine Konstante, auf die man sich berufen kann und muss. Und man kann tatsächlich nicht, wie einige Staaten gerade, einen Bruch des Völkerrechts verurteilen, richtigerweise, aber etwaige, das bleibt noch vielleicht den Studien überlassen, aber zumindest augenscheinliche, teilweise Brüche des Völkerrechts gutheißen bzw. unterstützen oder zumindest mal keine Mahnung raushauen. Da wird man einfach auch vor allem gegenüber den BRICS-Staaten und den anderen unentschlossenen Ländern nicht wirklich ja, glaubwürdig, ganz egal, was da Schreckliches passiert, aber rein aus politikwissenschaftlicher Sicht ist das eben im großen politischen Game einfach ein ziemlich großer Vertrauensverlust und auch Ansehensverlust. Und argumentativ wird es dann, wenn wir dann auf Ukraine oder eventuell zukünftige Konflikte drauf hopsen, sehr, sehr schwer für die westlichen Staaten, die NATO und vor allem die USA, da irgendwie mit einer völkerrechtlichen Argumentation irgendwas erreichen zu wollen. Das ist einfach schwierig und dabei belassen wir es. Die russische Offensive ist ziemlich gescheitert, also es wird noch gekämpft, es wird auch noch hart gekämpft, aber die Russen haben durch dieses Ding sehr, sehr, sehr vieles Material verloren. Und wie wir hier sehen können, holen sie jetzt langsam aus den sibirischen Bunkern wahrscheinlich Sachen aus den 50ern und 60ern raus und versuchen halt damit noch irgendwas zu reißen. Wenig überraschend hat es jetzt gegen aktuelle Waffen, die die Ukraine hat, wenig entgegenzusetzen und das ist eher Tontaubenschießen als irgendwas anderes. Gibt jetzt Berichte, dass Russland plus minus einen Monat Munition, Artilleriemunition von Nordkorea bekommen hat. Also es gibt praktisch Berechnungen von den Esten, was praktisch verschifft wurde und man kann ungefähr davon ausgehen, wie viele Granaten in einen Container passen. Plus minus einen Monat und so wie es aktuell aussieht, hat Putin die komplette Wirtschaft, also russische Wirtschaft, auf Kriegsproduktion umgestellt. Das heißt, das wird jetzt nicht gerade einfacher. Im Long Run wird das katastrophale Auswirkungen für Russland haben, sehr wahrscheinlich, aber momentan geht denen wohl nichts aus. Vielleicht habt ihr es auch mitgekriegt, dadurch, dass jetzt halt die USA wegen Israel zwei Flugzeugjägertruppen, Flugzeugträgergruppen in diesen Bereich entsendet hat, hat jetzt Russland begonnen, angekündigte, muss man sagen, Patrouillenflüge über dem Schwarzen Meer auch zu machen. Also tatsächlich keine Angriffe, sondern Patrouillenflüge und ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Flieger mit den Kinschal ausgerüstet sind, um auch zu zeigen, naja, wir haben noch genug, wir können die wieder produzieren, etc. etc. Sei mal dahingestellt, ob das so stimmt oder ob die so effektiv sind, wie die Russen glauben. Aber auf jeden Fall hat die Wirtschaft wird jetzt umgestellt und dadurch ist natürlich mehr Produktionskapital vorhanden. Genau, das hatte ich eigentlich schon gesagt, könnt ihr euch später durchlesen. Sehr hohe Verluste an Material und Menschenleben der Russen. Also diese Offensive ist wohl nicht wirklich erfolgreich gewesen. Die Ukrainer pressen weiter vor im Südosten und konzentrieren sich eben auf die Nachschubwege, um eine wahrscheinlich folgende russische Angriffs Welle auch wieder zu unterbinden oder zu schwächen. Da kommt jetzt aber wahrscheinlich erstmal ein wenig Schlamm und schlechteres Gelände, was aber Kämpfe natürlich nicht komplett unterbinden sollte. Genau, und das hattet ihr wahrscheinlich auch mitgekriegt, oder das hatte ich auch letzte Woche schon erwähnt. Die ATACMS der USA wurden sogleich dann ganz gut eingesetzt und Russland hat Stand heute 25 Attack-Helikopter verloren, was ein empfindlicher Schlag ist, weil eben auch Bauteile, Personal, Techniker und ja auch Landefläche da ziemlich erwischt wurde. Und vielleicht kann man denen raten, da ab und zu mal in die Kaffeerunde reinzusenden, weil das war ja wirklich nicht wirklich überraschend, sondern schon ein wenig vorher bekannt. Aber gut, man muss ja seine Informationen immer suchen. Ja, das findest du auch. Mal sehen, also momentan sieht es so aus, als müssten die Russen jetzt natürlich durch die erhöhte Reichweite ihre Nachschubwege massiv nach hinten verlegen, was
zukünftige Attack-Operationen auch wieder ja, delayen wird oder zumindest unmöglich machen wird in manchen Bereichen. Also jetzt müssen sie einfach Angst haben, dass die Ukrainer sie komplett ausmanövrieren mit der Reichweite der Artillerie. Und man muss sehen, wie viel dann vorhanden sind und auf welche Ziele sie weiter abgefeuert werden. Und im Zuge dieses Angriffs wurde ja wieder auch in Deutschland ist die Sache laut, naja, also jetzt müssen wir aufpassen, was wir da nicht liefern. Und Scholz hat ja wunderbarerweise, die Taurus unterbunden. Und es ist also nichts passiert. Wir haben die ganze Zeit, seit knapp 2 Jahren fast schon, Warnungen der Russlands, dass man ja nicht diese und diese Technik und jenes und selles liefern sollte, sonst wird eskaliert, passiert ist nichts. Muss man natürlich vielleicht machen, aber sind halt größtenteils dann auch nur Schaumschläge. Natürlich bleibt immer eine Restchance und eine Restgefahr, aber irgendwo muss man da auch mal realistischer bleiben, glaube ich. Bin ich nicht in einer entscheidenden Position. Im Zuge des 10-Jahres-Jubiläums der Belt and Road Initiative war Putin in China, was dazu geführt hat, dass logischerweise nahezu keine westlichen Staatsoberhäupter da waren, weil sie ihn dann geschnitten haben. China hat in dem Zuge mit Russland einen großen Getreidedeal vereinbart und auch weitere Bündnisverlautbarungen tätigen lassen. Also da muss man einfach aufpassen, wie da die Entwicklung vorangeht. Wie wir aber gleich sehen werden, ist China natürlich auch nicht in einer super guten Position. Wir haben einen eventuellen Bankrun gehabt, weil eben der Banking-Teil von Evergrande da auch Zahlungsprobleme hat oder zumindest die Bevölkerung denkt das. Als Zeichen, dass Geld vorhanden ist, wurde ein kleiner Berg an Scheinchen aufgestellt, was dann die Kunden beruhigen sollte. Hättet ihr da beruhigende Tendenzen verspürt oder hättet ihr doch euer Geld abgeholt? Das ist so eine Frage, aber anscheinend scheint zumindest dieser Bankrun erstmal unterbunden zu sein. Wir haben ansonsten, wie schon erwähnt, diesen großen Finanzmarktstimulus der chinesischen Regierung und gleichzeitig ein sehr, sehr großes Aufkaufen vom sogenannten National Team. Das ist quasi regierungsfreundliche Asset Manager, die massiv A-Shares aufgekauft haben über die letzten Wochen und so natürlich den chinesischen Markt wunderbar am Leben erhalten haben. Wie nachhaltig es ist, wird man sehen. Im Zuge dessen einfach aufpassen, sobald ihr chinesische Aktien, die ihr vielleicht haltet, spiken seht, nicht freuen und nachkaufen, sondern vielleicht überlegen, wie man mit der Position generell umzugehen hat und ob es da vielleicht andere Optionen gibt, um euer Portfolio ein bisschen besser aussehen zu lassen. Keine Handlungsempfehlung, aber einfach den Hintergrund ein bisschen beachten. Und gleichzeitig haben wir praktisch einen Verkauf von US-Bonds und Aktien. Hat natürlich auch dann zu den roten Tagen beigetragen. Fairerweise muss man aber sagen, da wurden auch sicherlich Gewinne realisiert seitens chinesischer Trader, wie auch bei uns und anderswo. Also das war jetzt nicht zwingend ein staatlicher Angriff auf die finanzielle Souveränität der USA, sondern ja, einfach Gewinn mitgenommen. Genau, Country Garden ist eventuell in Problemen, seine Schulden zurückzuzahlen, beziehungsweise die Kredite zu bedienen. Und das kriegt ihr vielleicht teilweise mit. Und wenn ihr jetzt denkt, naja, das haben wir ja auch irgendwie hingekriegt, Evergrande ging ja auch ganz gut rum. Country Garden hat halt ungefähr das Vierfache an Projekten und ist viermal so groß und umfangreich wie Evergrande. Das heißt, wenn die tatsächlich defaulten, könnte das sehr, sehr weitreichende Probleme nicht nur in China haben, sondern darüber hinaus. Die Dimension ist einfach eine völlig andere. Da einfach ein bisschen aufpassen. Und die Welt verbraucht mehr Energie. Gerade China hat jetzt im letzten Quartal oder in den letzten 2 Quartalen absurd hohe Mengen dazu. Sie bauen auch viel Alternative natürlich, aber es werden auch sehr, sehr viele fossile Brennstoffe wieder benutzt. Wie ihr hier seht, das steigt und steigt und steigt. Frage ist, wie gut oder wie lange das gut gehen kann und die Verteilungskämpfe werden da wahrscheinlich auch interessanter werden in den nächsten Jahren, leider. Und die Erneuerbaren machen einfach noch sehr, sehr geringen Anteil aus. Das wird auf lange Sicht wahrscheinlich so bleiben. Und es wird weiter steigen, vermutlich. Wir haben im Kryptobereich wenig Neues.
Die Trials haben ein paar schöne, also von SPF haben ein paar schöne Zitate hervorgebracht. Die bringe ich vielleicht nächste Woche ein bisschen gesammelter. Ansonsten, so als Tipp, wer sich da überhaupt nicht mit auskennt, wie so Relisting und vermeintlichen Umsatz generieren bei den NFT-Bros und anderen Krypto-Sachen oder auch Small Caps und so weiter, Micro Caps aussieht und wie man das praktisch macht, damit man für unbedarfte Investoren attraktiv erscheint und dass die Leute einfach so ganz gerne viel Geld verlieren oder verloren haben und verlieren werden. Da einfach ein bisschen aufpassen und nicht blind irgendwelchen Gurus folgen. Die stecken das meiste ganz gerne in die eigene Tasche. Und ja, links einfach kleine Persiflage, dass Compounding vielleicht nicht das Schlechteste ist. Und oben muss jeder selbst wissen, wenn man alt genug ist. Und hier einfach für die aktiven Trader vielleicht die bestimmten Leuten vielleicht folgen. Da einfach eine kleine Selbstreferenz, ob so sinnvoll ist, dass das euer Finanzguru euer Geld verdient oder eure Zeit verdient. Da einfach ein bisschen aufpassen, weil da sind auch viele Scharlatane unterwegs, die einfach auch nur euer Geld wollen. Und das war's. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant. Ausnahmsweise am Montag. Nicht wissen wegen dem Audio. Ich bin nächste Woche auf der Insel der Deutschen, in der Sonne hoffentlich. Ich nehme aber alles mit und hoffe, dass ich sonntags die Runde dann am Strand oder zumindest mit Blick auf Strand aufnehmen kann. Das sollte passen. Und ansonsten seht ihr jetzt gleich wieder Lilly und Juni fighten, gell? Sowas gibt es doch. Ja, gucken wir mal. Das war's. Wenn ihr Nachfragen habt, meldet euch. Und ansonsten gutes Durchstehen im aktuellen Markt. Und wir gucken mal, was die Amis später machen. Ciao, ciao.